me just watch. Hier ist wieder Mr. Miegel und willkommen zu einem neuen Format von mir. Ja, ich habe mir mal so Gedanken gemacht, was ich denn so Neues auf meinen Kanal bringen könnte, und da habe ich mir einfach mal so die Zeit gegeben, nachzudenken, wie ich das denn nennen soll und wie ich es umsetzen soll. So, und das Format heißt: Wie lange hältst du durch? Ja, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja, was ist denn damit gemeint und wie willst du das machen und was heißt das und was passiert da und etc. Es geht halt einfach schlicht darum, dass ich ein Spiel spiele und halt da nicht so viel failen darf. Es geht halt nicht darum, ja, ich spiele ein Spiel und irgendwann habe ich die Schnauze voll, bin es einfach. Nein, es gibt auch Regeln, die ich befolgen muss. Ansonsten habe ich verkackt und es erwartet mich eine Strafe am Ende dieses Projekts. Allerdings sollte ich die Erforderung erfüllen und das Spiel schaffen, beziehungsweise die Anforderung schaffen, dann passiert mir nichts. Ja, ich habe mir das dazu überlegt, dass ich mit Mario Kart Wii anfange. Und warum habe ich mit Mario Kart Wii angefangen? Erstens, weil ich wieder Lust auf Mario Kart Wii hatte. Und zweitens, weil man hier auch einfach richtig krass failen kann. Nämlich, ich habe mir das so überlegt, dass ich die Motorklasse auf 100 auf Spiegel stelle. Und die Computer auf schwer. Alle Fahrzeuge, die Kurse werden nach Reihenfolge bestimmt. Jetzt kommt das Krasse. Die Items sind auf furios. Das heißt, es werden häufiger Stachipanzer auf uns treffen, rote Panzer und Blitze. Ja, und der Stachipanzer ist halt eines der schlimmsten Items in Mario Kart. Und ja, wir werden den Nitro Cup, die Nitro Cups durchfahren. Und ja, das war's, glaube ich, sogar eigentlich schon, was ich sage. Nein, das war's noch nicht. Kommen wir jetzt zu den Anforderungen, die ich erfüllen muss. Also, ich muss unter den Top 4 sein. Das heißt, ich darf nicht Fünfter werden. Also ich darf dreimal Fünfter werden. Ich darf einmal Sechster werden. Ich darf einmal Siebter werden. Ich darf einmal Achter werden. Ich darf einmal Neunter werden. Ich darf einmal Zehnter werden. Ich darf einmal Elfter werden und ich darf zweimal Zwölfter werden. Warum zweimal Zwölfter? Weil das halt mal passieren kann, dass ich ja Letzter werden kann, das ist nicht unmöglich. Bei Items, die auf Furios gestellt sind und bei schweren Computer kann das halt hin und wieder vorkommen. Und warum ich jetzt dreimal fünfter Platz mache, weil man halt durchaus mal fünfter werden kann. Ja, halt, ich darf nicht zweimal sechster werden, ich darf nicht zweimal siebter werden und so weiter. Und dann würde ich auch sagen, fangen wir gleich an mit Knochenbowser auf Manuel im Pilzcup Luigi's Pistol. Los geht's. Ich werde euch dann halt auch noch erzählen, was es denn gibt, wenn ich das verkacken sollte. Es wird natürlich eine Strafe geben. Jetzt in diesem ersten, wie lange hältst du durch, noch nicht. Ist ja klar, ist ja das erste Projekt dieses Formats. Und jetzt bei dem ersten Projekt eine Strafe hinzuzufügen, wäre jetzt ein bisschen hart. Deswegen habe ich mir auch gedacht, dass ich das erst beim zweiten Projekt machen werde, dass ich da eine Strafe vollziehen muss, falls ich fehlen sollte. Und ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, das ist ja eine richtig lame Strafe. Hätte ich dir nicht was Besseres ausdenken können? Ja, nennt ich nicht.
Ich meine, ich hätte auch das so machen können, dass ich, ja, trinken Glas Essig oder so. Das wäre halt noch besser gewesen als was weiß ich, was ich jetzt erzählen werde. Nämlich, ich muss bei dem zweiten Projekt, also die Strafe, ne? Strafe soll dann sein, dass ich Chilis esse. Ja. Dass ich Chilis esse. Und nicht nur ein, nein, zwei. Ich weiß nicht, wie gefährlich das ist, zwei Chilis zu essen, aber ich glaube, das ist gar nicht so ungefährlich. Man kann, glaube ich, ich weiß es nicht. Also, ich werde hauptsächlich, was weiß ich, eine gelbe Chili und eine rote Chili essen, aber so hart will ich es mir jetzt auch nicht die Geschmacksknospen versauen. Also, so hart durchgreifen möchte ich jetzt auch nicht. Naja, ich soll ja auch noch, ich werde auch noch weiter Videos machen und so. Fangen wir auch erstmal mit so einer Lame-Strafe an und dann, ne, dann steigert sich das ein wenig. Und das war ein super Start von mir. Übrigens, ich habe schon vorher was aufgenommen, aber wie blöd ich war, habe ich natürlich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ist klar, jetzt habe ich wie viele Minuten durchgelabert? 13 Minuten habe ich unnötig gelabert, ohne dass ich aufgenommen habe. Das ist doch super. Finde ich toll von mir, aber ja, eigentlich nehme ich es doch gerade hier zum zweiten Mal auf. Zweite Aufnahme ist schon, wisst, immer schlechter als die erste, also erwartet jetzt nichts Perfektes hier, dass ich, was weiß ich, super Commentary abliefere, weil das wird definitiv nicht passieren. Nein, nicht in den Baum fahren. Wurde überhaupt ausgelöst? Ja, jetzt explodiert. Ja, was kann ich noch sagen? Ich werde natürlich auch Themen in jeder Folge mir raussuchen. Für jede Folge mir raussuchen. Damit es nicht so langweilig ist. Und bei der ersten Folge ist es natürlich so, dass ich das hier alles erkläre und so. Habe ich euch, glaube ich, alles erklärt. Hoffe. Sollte ich eigentlich. Ist. Sollte ich eigentlich getan haben? Ja. Gut. Dann hätte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer dass ich hoffe, dass das Projekt zu kurz wird, weil, naja, ich könnte ja auch in den ersten beiden Parts verkacken. Und das wäre halt richtig kacke. Für euch wäre es gut, aber für mich wäre es halt schon, ist halt richtig blöd, weil zwei Folgen zu bringen, ja, ist langweilig. Oh, da fällt mir noch was ein. Stimmt. Falls ihr noch Vorschläge für ein Was hältst du durch habt, da, also welches Spiel ich da spielen soll, das einigermaßen schwer ist, wo ich durchaus verkacken kann. Von mir aus auch Zelda 2. Ja, Zelda 2 Dings Adventure, glaube ich, hieß es. Das schwerste Zelda, das es gibt, das auch je erschienen ist. Also ihr könnt ein paar Vorschläge in die Kommentare posten, wenn ihr welche habt, dass ich diese Spiele dann nächstes Mal spielen werde. Und ja, damit das dann halt nicht so kommen wird, dass ich, was weiß ich, irgendwann keine Ideen mehr habe und dann auf euch angewiesen bin. Deswegen frage ich euch schon vorher, ob ihr denn Ideen habt. Wenn ja, dann postet sie mir. Ich hoffe jetzt mal, dass ich hier noch mehr Erster werde, weil es wäre halt schon echt cool. Ja gut, Zweiter und Dritter wäre auch nicht schlecht, Vierter auch nicht, aber Fünfter wäre halt schon nicht so Bombe. Oh mein Gott, fast wäre ich in die Schlucht gefallen. Ja, hi Stachypanzer, ich werde ganz bestimmt. Nein! Danke. Das sollte nicht passieren und es kann auch sein, dass ich wieder runterfalle. Ich Vollidiot!
Ich versaue es mir auch einfach gerade selber, ne? Ja, wie ihr schon gesehen habt, macht bei die auf diesen grünen Pilzen kein Wheelie. Ansonsten besteht eine hohe Chance, dass ihr runterfällt. Und das will ja keiner. Also merkt euch, Leute, nicht bei den grünen Pilzen da ein Wheelie machen, was aber bei dem, der draußen ist, also den hier, ne? Bei dem dürft ihr ein Wheelie machen, bei den, bei der Sprungpassage nicht. Und ich glaube sogar, dass ich jetzt nicht Fünfter werde, obwohl Vierter, komm, komm bitte. Tu mir den Gefallen, bitte. Oh, vielleicht auch noch Dritter, komm schon. Ja, Dritter. Nein, Fünfter. Verdammt, Mann, da hat mich der blöde Donkey Kong noch überholt mit seinem dreckigen Stern. Also ich ein bisschen unfair finde, aber gut, die Gegner sind auch schwer, die Items sind auch furios. Was will man da anders erwarten, als dass man verarscht wird? Sage ich immer, werfe ich einfach mal so in den Raum. Wurde verarscht und Punkt. Ist halt leider so. Okay. Wir können ja mal über die Lieblingsstrecken. Ha, finde ich schon mal gut an. Wir können ja mal über die Lieblingsstrecken von mir reden. Da gibt es halt auch leider nur eine. Also Mario, speziell auf Mario Kart Wii bezogen. Ne? Welche Lieblingsstrecke habt ihr in Mario Kart Wii? Welche ist es? Meine ist tatsächlich etwas langweilig. Es geht nämlich um. Okay, warum werde ich jetzt total durchgebasht? Oder beziehungsweise durchgereicht? Das finde ich jetzt nicht so cool. Kommen wir zum Thema zurück. Meine Lieblingsstrecke ist Bowser's Festung 3. Etwas langweilig, aber irgendwie gefällt mir die Strecke am besten. Weiß ich nicht warum. Vielleicht weil sie einfach so schnell vorbei ist oder was weiß ich, so eine andere Form hat als die anderen Strecken oder so geilere Musik hat. Ich glaube, wegen der Musik mag ich die Strecke so, wegen dem Theme. Ja, kann gut sein. Und wieso habe ich eigentlich als erster meinen Goldpilz? Na warte, war ich als letzter? Das kann doch gar nicht sein. Wie habe ich es denn geschafft, mit einem Goldpilz auf den ersten Platz zu kommen? Ja, klar. Ihr seht es einfach. Roter Panzer und Stachelpanzer, was soll ich dazu noch sagen? Das ist einfach nur, weiß ich nicht, das ist einfach nur Kacke. Und schon wieder kommt ein Stachelpanzer. Weißt du, das ist 2 Sekunden her, seit der letzte Stachelpanzer war? Nein. Kommt einfach der nächste. Ach, dieses Spiel. Könnt es natürlich auch versuchen, ne, auf Furios spielen, Computer auf schwer, alle 16 Strecken zu schaffen. Und da bin ich aus Versehen auf meinen PC gekommen, an meinen PC. Schneide ich hoffentlich raus. Wenn nicht, dann nicht. Hier ist aber auch eng. So wie ich sitze. Ja! Ey, guckt euch das an, wie das Time. Sonst brauche ich ein gutes Item. Okay, das ist RIP! RIP! Verkackt! Ja. Ich bin letzter geworden. Bin letzter geworden. Und das mit Absicht des Spiels. Kommen wir zur letzten Strecke. Also ihr seht, das ist nicht so einfach. Ich konnte halt auch einfach nichts für, weil mir dann vor der Rampe noch mal die Items gestohlen wurden. Bowser hat mich dann auch noch getimed getroffen mit dem grünen Panzer. Und ich habe hier gerade ein kleines Problem. Wir sehen uns gleich wieder. Da hat einfach mal angefangen, der Nunchuck rumzuspacken. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil er, was weiß ich, einmal gegen den Tisch gekommen ist oder so. Ja. Wird halt auch leider, was weiß ich, öfters vorkommen, dass der Nunchuck rumspackt. Und das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier kein Wheelie vollziehen kann. Verdammt nochmal. Jetzt bin ich aber wütend.
Die Goldpilz. Schön gegen den Gummer gefahren. Sauber. So. Dritter. Kommt noch auf den ersten Platz, genau. Ich bin jetzt einmal Zwölfter geworden, heißt, ich darf jetzt noch einmal Zwölfter werden und das war ziemlich dumm von mir, dass ich jetzt die Banane abgelegt habe. Und schon wieder fängt der Nunchuck an zu spinnen. Es ist halt echt so ein kleiner Fluch, der auf mir lastet, ne? Als erstes werde ich Zwölfter und jetzt streikt mein Nunchuck. Ich weiß nicht warum. Leider habe ich auch keinen Ersatz-Nunchuck. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist aber auch mal gut, okay? Jetzt sind wir wieder alle ruhig hier, alle ganz entspannt. Fertig. Oh Mann, dieses Spiel. Also wie gesagt, ihr könnt es auch mal selbst ausprobieren, ne? Es ist nicht so einfach. Es ist hier nicht alles gespielt. Das ist 100% real, was hier passiert. Tatsächlich. Ich versuche auch natürlich mein Bestes zu geben, ist klar, aber das wird nicht immer der Fall sein. So, freuen würde es mich jetzt trotzdem, wenn ich Erster werden könnte. Und so ist es. Ja, dann war es auch, glaube ich, schon. Von der ersten Folge. Und dann würde ich auch sagen, das war's. Mit der ersten Folge von Wie lange hältst du durch? Wie gefällt euch das Format? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, eure Meinung. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao.